Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, sonniges Wochenende. Und ich freue mich, dass wir uns heute wiederfinden zu unserem letzten, voraussichtlich letzten Webinar. Und hier geht es heute um die Nordmarokko, die Mittelmeerküste Tanga und die Mittelmeerküste. Und das ist ein, sag ich mal, ein Gebiet, was wir vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, was auch in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich freue mich, Ihnen heute diese spannende Region vorstellen zu können. Und ich würde mal ganz einfach sagen, fangen wir an. So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie es ja mittlerweile schon in unseren Webinaren Tradition geworden ist, möchte ich Sie gerne nochmals auf einige wichtige Vorzüge Marokkos hinweisen. Wir, gerade für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, und das sind gute Verkaufsargumente für die Destination Marokko, das brauchen wir auch. Es ist manchmal nicht so einfach, auch die Destination entsprechend an den Mann zu bringen, wenn ich so sagen darf. Und da hier einige wichtige Tipps für Sie, die Sie also den Gästen dann auch, Ihren Gästen oder Ihren Kunden nahebringen können. Also zunächst einmal, Marokko ist eine nahegelegene Destination, das hat man nicht immer so auf dem Schirm. Es klingt sehr exotisch, aber in 3 bis 4 Stunden sind Sie in einer völlig anderen Welt, beziehungsweise Ihre Kunden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorzug, weil heute unsere Gäste ja ganz anders reisen, wie noch zu der Zeit, als ich im Tourismus angefangen habe. Heute reisen unsere Gäste häufiger, kürzer, intensiver und es müssen dann entsprechend so viele Erlebnisse und Emotionen in den Urlaub reingepackt werden. Und ich denke mal, das ist der Vorzug, dem wird, also diesem Anspruch wird Marokko in jedem Fall gerecht. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 3500 Kilometer Küste.
mit wunderschönen Stränden. Das ist natürlich für den Badesektor eine Hausnummer. Und Marokko hat in den letzten 20 Jahren diesen Badesektor extrem ausgebaut. Wir haben ja schon in den vergangenen Webinaren einige neue Badestationen vorgestellt. Und heute kommen auch nochmal neue dazu. Und Sie werden sehen, also es ist nicht nur Agadir, sondern es gibt auch an der Mittelmeerküste beziehungsweise in der Nähe von Tanger auch nochmal am Atlantik eine neue Badestation, die wirklich wunderschön sind. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es schon öfters angesprochen, Sie haben es auch in den letzten Webinaren auch oder in unseren Webinaren gesehen, diese Vielfalt, spektakuläre Landschaften. Wir haben zum einen die große Sahara, wir haben das majestätische Atlasgebirge, wir haben fruchtbare Täler und Landstriche und natürlich große, weite Küstenlandschaften, wie wir ja eben schon gesehen haben. Und das eröffnet natürlich unglaubliche Möglichkeiten, seinen Urlaub zu verbringen. Das heißt, das Ganze befindet sich auf einer relativ kleinen Fläche. Und Sie können also, wenn ich das mal so ein bisschen übertrieben sagen darf, Sie können morgens in Agadir am Strand liegen und abends den Sonnenuntergang in der Sahara beobachten. Also das ist in diesem Land möglich. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Marokko ist eine alte, gewachsene Monarchie. Es ist ein altes Land. Wir haben sehr viel Geschichte. Wir haben wunderschöne alte Städte. Das sind keine künstlich für die Touristen angefertigten Freilichtstädte, sondern es sind wirklich alte, gewachsene Medinas. Zum Teil gehören sie zu den ältesten Medinas und besterhaltensten der Welt. Und das eröffnet natürlich auch vom kulturellen Standpunkt her sehr viele touristische Möglichkeiten. Und wir haben 9 Weltkulturerbe der Erbestätten der UNESCO. Und es werden mit Sicherheit in den kommenden Jahren noch einige dazukommen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmals die Marokko-Karte, damit Sie sich das Bild machen können, wie das Land, wie das sich darstellt. Wir besprechen ja heute Tanger. Sie sehen, es liegt genau gegenüber des spanischen Festlandes durch die Straße von Gibraltar, die 14 Kilometer breit ist, getrennt. Dann haben wir die 4 Königsstädte, Rabat, Meknes, Fez und Marrakesch. Und in dieser Königsstädte-Rundreise haben wir ja auch bei unserem Webinar Casablanca mit reingebracht, weil das immer dazugehört. Und dann haben wir Essaouira, Agadir und die große Sahara. Wir haben den Süden besprochen, das heißt Ouarzazate, das geht wieder mehr östlich am Fuße des hohen Atlasgebirges rein. Wir haben die Wüstenregion besprochen und wie gesagt, heute konzentrieren wir uns auf den Norden Marokkos. Und damit Sie jetzt mal besser sehen, was wir heute uns anschauen, habe ich Ihnen mal einen Kartenausschnitt angefertigt, wo ich also die Punkte, die wir heute besprechen werden, eingezeichnet habe. Sie sehen also oben Tanger, direkt gegenüber von Spanien. Dann haben wir die kleine Stadt, zauberhafte Stadt, mitten im Riffgebirge gelegen, Tetuan. Dann unbedingt sehenswert Chefchaouen. Also Tetuan ist ca. 56 Kilometer von Tanger entfernt, Chefchaouen 108 Kilometer. Und dann sehen Sie die ganze Mittelmeerküste bis hinten nach Saidia, traumhaft schön, mit wunderbaren, auch zum Teil Nationalparks, Steilküste, verwinkelte, herrliche, verschwiegene Buchten. Ich kann das natürlich nicht alles heute im Webinar zeigen. Daher habe ich mich auf die absoluten Musts konzentriert. Und Sie sehen also, wie gesagt, hier Saidia. Ich habe Ihnen auch hier oben Tamuda Bay und Saidia hier eingetragen, damit Sie sehen, wo diese beiden neuen Badestationen sich befinden. Und dann sehen Sie hier unten Oujda, das ist eine marokkanische Stadt, auch eine alte Stadt, die direkt
mehr oder weniger an der algerischen Grenze liegt. Und dann sehen Sie hier runter, da kommt noch so eine Besonderheit, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Das ist eine Strecke, die geht durch die Wüste, die Sahara. Und Sie werden sehen, beziehungsweise die Wüstenausläufer. Und da haben wir noch einen ganz besonderen Tipp. Vielleicht sehen Sie es hier auch mit dem kleinen Bildchen. Also es geht um eine Zugreise. Da kommen wir aber später zu. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich Tanga beschreiben soll, dann habe ich immer so ein bisschen, ja, ich stehe da immer so ein bisschen vor dem Rätsel. Also ich würde es mal so sagen. Es ist ein Rausch, diese Stadt, sie ist Atmosphäre. Und es ist nicht umsonst, dass, also sie ist auch, sie hat ja ein gewisses verruchtes Image noch immer ankleben, aber das macht auch irgendwo ihren Charme aus. Und sie war eine, sie ist und bleibt eine, und sie war eine Verführerin. Sie hat immer viele Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle, Milliardäre, Exzentriker, Aussteiger angezogen und sie zieht sie immer wieder noch an. Ihre Lage ist natürlich, hat natürlich auch mit der Atmosphäre zu tun. Sie liegt quasi, sie ist schon europäisch, sie ist kosmopolitisch, aber sie ist Marokko, sie ist das Tor zu Afrika. Sie hat einen ganz besonderen Charme. Und ich werde Ihnen zeigen, also zumindest die wichtigsten Dinge zeigen, was diese mittlerweile wieder wunderschöne Stadt zu bieten hat. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprachen es ja gerade schon an, sie war immer Sehnsuchtsort, auch für Maler. Eugène Delacroix, die beiden französischen Maler Eugène Delacroix und Henri Matisse sind hier in Tanga gelandet und sie waren fasziniert durch das Licht, die Farben dieser Stadt. Also das hat es ihnen unglaublich angetan. Eugène Delacroix hat sehr, sehr viel in, er war 7 Monate in Tanga und hat gemalt wie verrückt. Und er hat mal gesagt, ich bin durch die Stadt gelaufen, ich fühle mich wie ein Mann, der träumt und der Dinge sieht und Angst hat, dass sie ihm entkommen. Und Henri Matisse sagte, es ist ein Paradies des Malers. Und diese Herren schon alleine waren dieser Faszination, dieser unglaublichen, ungewöhnlichen Stadt ausgesetzt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber es waren nicht nur die Maler, es waren auch die Schriftsteller, Künstler, die sich magisch angezogen fühlten. Die Stadt war ja in den 20er Jahren internationale Zone und sie war und ist auch unglaublich liberal. Und in den 50er Jahren fanden sich hier sehr viele amerikanische Schriftsteller ein, die sogenannte Beatniks Generation oder Beat Generation, wie man sie auch nannte, die sich hier, die dem puristischen Amerika entflohen und sich hier in diesem liberalen, freien Tanga niederließen und, wie soll ich sagen, ihrer Kreativität freien Lauf ließen. Die Generation wurde auch als solche beschrieben. Sie war frei, sie war spontan in ihrer Schreibart. Sie war zum Teil auch, wurde so genannt, chaotisch. Wir sehen den Herrn hier, der da diese Kapuze auf dem Kopf trägt. Das ist Paul Bowles. Paul Bowles hat Tanga nie mehr verlassen. Er blieb bis zu seinem Tod 1999 in Tanga. Jack Kerouac, William Burroughs schrieb hier seinen berühmten Roman Naked Lunch. Allen Ginsberg und in der Mitte das größere Foto. Das ist der berühmte marokkanische Schriftsteller, der Sohn Tangas, Mohamed Choukri. Sein Roman Das nackte Brot wurde in 40 Sprachen übersetzt, unter anderem auch in Deutsch. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
Und er hatte einen sehr, sehr engen Kontakt mit dieser Beatniks-Generation. Er suchte sie auf. Er war eigentlich kein Schriftsteller. Er ist nur Schriftsteller geworden, weil diese Herren ihn ermutigten zu schreiben. Und wie gesagt, diese Generation, ich kann Ihnen auch einen Tipp geben, einfach mal sich auf die Spuren dieser Generation in Tanger begeben, glauben Sie mir, spannende Urlaubsgeschichte, die man auch in kurzen Tagen also mit reinpacken kann. Man wird vieles Außergewöhnliches sehen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Paul Bowles, hier sehen Sie den Blick über die Medina von Tanger. Sie sehen hinten das europäische Festland. Allein schon die Lage ist natürlich schon fantastisch. Und Paul Bowles hat es mal gesagt, er sagte, Tanger war ein Ort, der mich mehr als alles andere anzog. Wir sehen hier den Blick auf die nördlichste Medina Marokkos. Und diese Medina zog nicht nur Schriftsteller und Maler an und Aussteiger, sondern auch James Bond befand sich hier auf dem fliegenden Teppich über der Medina 1987. Timothy Dalton, schweres Wort, der hier der Hauch des Todes über ganz spannende Szenen drehte, über den Dächern der Medina von Tanger. Und 2015 kam Daniel Craig als James Bond wieder ins Spectre und lieferte sich ganz wilde Verfolgungsfahrten in den Gassen der Medina von Tanger. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Herz der Medina, Le Petit Soko, der kleine Platz. Und es war in den 50er Jahren, als Tanger ja auch internationale Zone war. Hier trafen sich in den Cafés die Beatniks Generation. Hier trafen sich aber auch Schmuggler, Aussteiger, die illustre Persönlichkeiten, die sich hier in den Cafés niederließen. Und heute ist es ein wunderschöner Platz. Die Häuser sind auch in den letzten Jahren diese Kolonialbauten wunderschön auch restauriert worden. Die Medina ist auch instand gesetzt worden. Und von hier aus, hier kann man herrlich in den Cafés sitzen. Man kann von hier aus die Erkundung der Medina starten. Und in der Medina finden Sie sich gut zurecht, weil es gibt überall eine Beschilderung in zweisprachig. Also das ist auch so ein Vorteil von der Medina von Tanger. Sie ist nicht so extrem groß wie diejenigen in Fez oder in Marrakesch, aber sie ist zauberhaft. Sie sehen es hier, die kleinen Gässchen führen Sie zu wunderschönen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel hier zu der amerikanischen Gesandtschaft. Was hat es damit auf sich? Die amerikanische Gesandtschaft war die erste Immobilie Amerikas außerhalb Amerikas. Wie kam es dazu? 1777 war Marokko das erste Land, das die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika anerkannte. Und der damalige Sultan Mulay Sliman schenkte dem damaligen amerikanischen Präsidenten James Monroe einen alten Palast und hier, wunderschönen Palast, und hier war dann die Gesandtschaft, die amerikanische Gesandtschaft drin. Heute ist dieses herrliche, traumhafte Gebäude. Es lohnt sich schon der Gang dorthin, für den Garten zu sehen, den Patio, die Räume. Es ist ein Museum und es dokumentiert Tanger zu Zeiten, also der, internationalen Zone und auch natürlich die Verbindungen zwischen Tanger und zwischen Marokko und den Vereinigten Staaten. Also absolut sehenswert. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Mann, der uns bekannt sein durfte in unserer Branche, der große
Forschungsreisende und Gelehrte Ibn Battuta war Sohn Tangas. Er legte in seinem Leben 120.000 Kilometer in der muslimischen Welt zurück und machte dort seine Erkundungen, seine Reiseerfahrungen und schrieb sie nieder. Er ist also, wenn Sie so wollen, in unserer Branche unser, naja, will ich mal sagen, unser Ahne, wenn Sie so wollen. Und Ibn Battuta wurde in Tanga geboren, ist auch wieder nach Tanga zurückgekehrt und ist auch hier verstorben. Und sein Mausoleum, beziehungsweise seine Grabstätte, Mausoleum wäre zu viel gesagt, befindet sich in der Medina von Tanga. Also das kann man auch besichtigen, man kann auch reingehen. Also sollten Sie auf jeden Fall nicht verpassen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das älteste Viertel von Tanga ist das Kasbah-Viertel. Es liegt oben auf einem Hügel. Es ist ein wunderschönes Wohnviertel. Hier lebte zum Beispiel, also wir haben es ja schon angesprochen, Milliardäre, Exzentriker, die sich hier zurückzogen. Und so lebte auch hier in der Medina Barbara Hutton, die Woolworths-Erbin. Sie hatte hier ihr Palais und sie feierte hier in den 50er Jahren rauschende Feste. Und sie ist ja dann schlussendlich zum Ende ihres Lebens dann wieder nach Amerika zurückgekehrt. Aber Sie sehen, es war Anzugspunkt, Malcolm Forbes zum Beispiel lud hier ein zu seinen Geburtstagen, hatte auch ein Palais hier. Und dann kamen natürlich sehr viele prominente Schauspieler wie Liz Taylor oder wer immer hier nach Tanga. Also Sie sehen, die Kasbah heute, dieses Viertel, ist wie gesagt ein wunderschönes Wohnviertel. Es befindet sich hier auch das Kasbah-Museum, befindet sich auch in einem alten Sultanspalast. Und es ist ein sehr modern aufgemachtes Museum, also eines der modernsten überhaupt in Marokko. Und sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen, alleine auch hier wiederum, um sich die Räumlichkeiten hier anzusehen, die natürlich die maurische Architektur wiedergeben, herrliche Gärten mitten in der Medina von Tanga. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der beliebteste Platz, wo sich auch die Einheimischen treffen, in den Cafés rundum oder auf dem Platz selber sitzen, das ist der Grand Soko, der große Platz. Er befindet sich, wenn Sie so wollen, vor den Pforte zur Medina. Und von hier aus kann man natürlich auch die Neustadt sich anschauen gehen, die Viertel mit den herrlichen Kolonialbauten. Aber man kommt von hier aus auch super gut in die Medina rein. Und wenn Sie in einem dieser stillen und schönen Cafés sitzen, betrachten Sie einfach mal die Riffbäuerinnen mit ihren trottelverzierten, kegelförmigen Hüten, wie sie ihre Ware, ihr Gemüse und so weiter auf dem Platz an den Mann bringen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Also auf keinen Fall versäumen. Hier lässt es sich wirklich gut aushalten und so das quirlige Leben von Tanga erspüren. Sie sehen es hier, die herrlichen Bauten, Kolonialbauten, die wurden auch in den letzten Jahren restauriert. Und das ist natürlich, das ist auch so, gehört zum Charme dieser Stadt. Wir haben einerseits die Medina, arabisch, typisch. Da gehen die, wie soll ich sagen, die Besonderheiten, die Schönheiten der Häuser eher nach innen mit Patios und so weiter. Und hier sehen wir den Kolonialstil, die Art Deco-Bauten, wo man Balkone hat, was ganz untypisch für die marokkanische oder beziehungsweise die arabische Architektur ist. Wie gesagt, Tanga ist weltoffen, es ist quirlig und das sieht man auch in seinen Straßen. Also Sie sehen junge Frauen, die Kopftuch tragen, aber genauso gut Jugendliche, die hip
und supermodern gekleidet sind. Also da sieht man auch dieses Europa, dieses Gemisch, dieses Zivilisationsgemisch, Kulturgemisch, was sich auch hier in den Straßen sehr widerspiegelt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt farbenfrohe Obst- und Gemüsemärkte an jeder Ecke. Hier sehen wir wieder die hübsch gekleideten Riffbäuerinnen in ihrer typischen Tracht. Die Märkte finden also quasi täglich statt. Also es gibt immer überall einen Markt. Also das macht auch die Lebhaftigkeit der Stadt aus. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber Tanger ist auch ein Badeort. Als ich in den 80er Jahren angefangen habe, und das ging bis Ende der 80er Jahre, da gab es von Deutschland aus Charterflüge nach Tanger. Es gab Reiseveranstalter, große Reiseveranstalter, die Tanger anboten und das Hinterland. Es gab eine Menge von Busreiseveranstaltern, die nach Tanger fuhren, weil es einfach ein Stück weit günstiger war. Und Tanger selbst, die Stadt, hat einen 6 Kilometer langen Strand. Also das war richtig beliebt. Und dann ließ dieser Hype irgendwo ein Stück weit nach. Man muss natürlich auch sagen, es wurde auch nicht mehr viel gemacht, hotelleriemäßig. Also es dümpelte so etwas vor sich hin. Und dann auf einmal hörte diese ganze Geschichte völlig auf. Tanger schlief so seinen Dornröschenschlaf. Und vor circa 20 Jahren wurde die Stadt restauriert, renoviert. Es wurde, der Hafen wurde verlegt. Es gibt ja heute diesen großen Hafen Tanger Med, der liegt 40 Kilometer außerhalb von Tanger, der große Containerhafen, der Fährhafen etc. Und es wurde dann ein Yachthafen gebaut. Also das alles trägt dazu bei, dass die Stadt wieder ein ganz anderes Flair hatte. Ich meine, in den 80er Jahren war es ja auch mit dem Interrail-Ticket die einzige Stadt in Afrika, die man mit dem Zug erreichen konnte. Also viele, die vielleicht vor 20 Jahren da waren, haben vielleicht ein anderes Bild von Tanger. Ich kann Ihnen versprechen, das hat sich sehr, sehr zum Guten wieder verändert. Und ich bin überzeugt davon, das ist meine persönliche Meinung, dass sich da in den nächsten Jahren für Tanger unglaublich viel tun wird. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch jede Menge Sehenswürdigkeiten von Tanger. Ich habe so ein paar rausgepickt. Unter anderem, das gehört immer zum Programm, das sind die sogenannten Herkulesgrotten. Der Legende nach soll Herkules hier die Erde gespalten haben, die Kontinente. Oder die Erde gespalten, so muss man sagen. Er ruhte sich dann in den Höhlen, in den Herkulesgrotten aus, weil er wollte eine Abkürzung nehmen, weil er war ja auf dem Weg in den Hesperidengärten, die goldenen Äpfel zu stehlen. Und dann hat er sich hier quasi, er hat eine Abkürzung genommen und weil er die Abkürzung nahm, teilte er die Erde und es entstand der europäische und der afrikanische Kontinent, also die Straße von Gibraltar war quasi sein Weg und er ruhte sich dann in den Herkulesgrotten aus. Man kann rein in die Herkulesgrotten und ich finde es witzig, wenn man da steht und auf den Ozean rausguckt, das hat doch so ein bisschen diese Öffnung, sieht aus wie der Kontinent Afrika. Finden Sie nicht? Naja. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Tanger hat wunderschöne Hotelpaläste. Sie können sich vorstellen, als es internationale Zone war, als unglaublich viele auch Schauspieler hierher kamen, Persönlichkeiten, die Milliardäre zu ihren Festen einluden, da mussten die Gäste ja auch untergebracht werden. So haben wir zum Beispiel hier auf der linken Seite das El Minza Hotel, das wurde 1930 eröffnet. Es ist ein maurischer Palast, ein wunderschönes Haus, also kann man herrlich drin wohnen.
oder schauen Sie sich hier das ehrwürdige Hotel Villa de France an, das eine Zeit lang, jahrelang leer gestanden hat. Es wurde restauriert und es wurde vor einigen Jahren neu eröffnet, ein Traumhaus. Und in diesem Hotel, er hatte sich 1912 Henri Matisse hatte sich dort einlogiert und er malte hier aus dem Fenster die Aussicht aus dem Fenster, das Bild, was wir eingangs am Webinar gesehen haben, also eines seiner berühmtesten Werke. Und heute trägt das Zimmer 35 mit diesem Blick, der auf dem Gemälde verewigt ist, trägt seinen Namen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann aber auch in wunderschönen Riads, Stadthäusern unterkommen, die entweder im maurischen oder marokkanischen Stil gehalten sind oder eine Mischung aus Kolonialstil und marokkanischem Stil. Wunderschön kann man quasi in Marokko, in Tanger wohnen. Es gibt aber auch 3-4-Sterne-Hotels, die direkt am Strand liegen, an der herrlichen Strandpromenade, die 2012 eröffnet wurde, die von Palmen gesäumt ist. Also die Möglichkeiten hat man auch in Tanger. Also Sie sehen, es ist auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Infrastruktur vorhanden. Das ist ein typisches Bild der Landschaft um Tanger in dieser Region. Sie ist sanft hügelig und sattgrün. Und dieses Sattgrün, diese Ausläufer von den Hügeln gehen meistens bis zum Mittelmeer runter, also quasi Wiese bis zum Mittelmeer. Und man muss es ganz einfach sagen, die Mittelmeerküste ist reizvoll, sehr schön. Und es ist eben ganz, ganz anders als die Atlantikküste. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sagte es Ihnen bereits eingangs, wir haben ja von diesem Strandsegment, von dem Badesegment gesprochen, das Marokko in den letzten 20 Jahren sehr ausgebaut hat. Was gehört dazu? Tamuda Bay zum Beispiel. Wir nennen es die marokkanische Riviera. Es liegt circa 15 Kilometer nördlich von Tetuan, 60 Kilometer südöstlich von Tanger entfernt. Es ist also ein Küstenstreifen von circa 25 Kilometern. Und wie gesagt, wir nennen es ganz unprätentiös marokkanische Riviera. Ich bin auch überzeugt, dass es mit der Zeit so werden wird. Sie sehen, es gibt einen Yachthafen, es gibt schon wunderschöne Hotels. Wir haben zum Beispiel so klingende Marken wie Banyan Tree oder Sofitel, die hier ansässig sind. Es gibt schon Veranstalter, die es anbieten. Also wie gesagt, es hat den Namen von einer Ausgrabungsstätte, die heißt Tamuda. Und hier vermutet man in dieser Ausgrabungsstätte die Archäologen, die Gärten der Hesperiden. Also daher rührt auch der Name. Und wir haben ja mittlerweile auch schon in den Webinaren mitbekommen, dass es so ist, dass die neuen Badestationen immer in der Nähe einer kulturell wichtigen, eines kulturell wichtigen Ortes liegen. Und das wäre hier die Ausgrabungsstätte Tamuda. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es eben gesehen, also circa 56 Kilometer südöstlich von Tanger liegt die zauberhafte kleine Stadt Tetuan eingebettet in die zwischen den grünen Hügeln des Riffgebirges. Und es ist eine wunderschöne, zauberhafte Stadt mit sehr viel andalusischem Flair. Das hat auch seinen Grund. Die Stadt hatte eine sehr wechselhafte Geschichte. Im 14., 15. Jahrhundert flüchteten viele Mauren aus Muslime und Juden aus Andalusien
nach Tetuan, nach Marokko, nach dem Fall von Granada. Und dann kamen auch im 16., 17. Jahrhundert noch die Morisken dazu. Das waren Mauren, die zum Christentum konvertiert waren und die aus Andalusien kamen. Und mit ihrer Ankunft begann auch die Blütezeit dieser malerischen Stadt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, man nennt sie auch die weiße Taube unter den Städten des Riffs. Auf einem zentralen Platz in der Stadt sehen Sie diese weiße Taube hier nebenan. Und Tetuas kleine Medina ist Weltkulturerbe der UNESCO. Und die UNESCO sah sich mehr oder weniger auch genötigt, noch einen Zusatz zu schreiben. Es sei die bestsortierteste Medina Marokkos. Also das will heißen, ja, jeder Handwerkszweig ist hier in dieser kleinen Medina vertreten. Also wenn Sie dorthin fahren, was Sie unbedingt tun sollten, dann bitte nicht versäumen, in diese kleine Medina reingehen. Es ist wirklich zauberhaft und die Stadt mit ihrem andalusischen Flair ist unbedingt sehenswert. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mitten im Riffgebirge gibt es aber noch ein anderes Städtchen, eingebettet zwischen zwei Berggipfeln. Und das Städtchen heißt Schefschauen. Und der Name kommt von Schuf, aus dem Arabischen heißt das Kuckschau. Und Schauen bedeutet im Berberischen Hörner. Und die Stadt ist, wenn man in der Stadt steht, sieht man zwei Gipfel aus dem Riffgebirge. Und das sieht so aus, also das ist dann der Name Schau die Hörner. Und in diesem pittoresken Städtchen, Sie sehen es, die Lage ist zauberhaft. Es ist dieses satte Grün, der herrliche Faunaschmuck in der Stadt mit diesem Blau, also, und hier kommen wir drauf, in diesem pittoresken Städtchen erleben Sie wirklich ein blaues Wunder. Die ganze Stadt ist in diesem Blau gehalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stadt ist zauberhaft. Man kann wunderschön wohnen in kleinen Pensionen. Die Lage ist traumhaft. Ich habe es schon gesagt, man sieht überall sehr viel Pflanzen, weil sie wird auch die Brunnenstadt genannt. Sie verfügt auch über viel Wasser, was natürlich wahnsinnig wichtig ist in einem Land wie Marokko. Und überall dieses herrliche Blau. Es ist die meist fotografierteste Stadt der Instagrammer. Ich glaube, ich sage da nichts Falsches, aber ich glaube der Welt. Und man kann es sehr gut verstehen. Also bitte nicht versäumen. Die Stadt liegt 108 Kilometer von Tanger entfernt. Und sie ist circa 63 Kilometer von Tetuan entfernt. So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur zweiten neuen zwischen Anführungsstrichen Badestation Saidia. Sie liegt fast an der algerischen Grenze, 14 Kilometer Traumstrand. Das war schon immer beliebter Badeort für die Einheimischen, für die Marokkaner selbst, für die marokkanische Bevölkerung. Das Klima ist traumhaft, Mittelmeer brauchen wir und nichts zu sagen, ist herrlich. Und diese Badestation wurde hier ausgebaut. Das ist Saidi Mediterranea und es gibt wunderschöne Hotels.
Ich habe Ihnen eigentlich, ich möchte Ihnen ein paar Namen nennen. Wir haben zum Beispiel die Be Live Collection, die hier vertreten ist, Iberostar, Oasis Blue Pearl, die Melia Hotels. Und da können Sie, also wirklich, hier sind Sie herrlich untergebracht, direkt am Strand. Und das Hinterland von Saidia mit den Benisnassen Bergen ist traumhaft schön. Hier gibt es auch ausgewiesene Wanderwege, die also verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Sehr vieles, herrliche Naturlandschaften, die man unbedingt gesehen haben sollte. Und auch hier, diese Station liegt wieder in der Nähe einer kulturellen Stadt. Und die kann man sehr gut von Saidia aus besichtigen, einen Ausflug machen, das ist Ushtar. Ich nenne sie gern die Unbekannte, weil viele kennen sie gar nicht. Und sie hat eine herrliche, lebhafte, quirlige Medina, die man sich anschauen kann, die hinter hohen Mauern liegt. Sie hat wunderschöne alte Gärten, die vorhanden sind. Es ist eine sehr angenehme Stadt. Man kann wirklich sehr gut in ihr flanieren und sich das alles anschauen. Es gibt einige Sehenswürdigkeiten. Und, meine Damen und Herren, die Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, die stellt sich natürlich, wie komme ich dahin nach Saidia in diesem Badeort? Sie kommen zum Beispiel, Sie haben zwei Optionen. Sie kommen von Deutschland unter normalen Umständen, muss man natürlich sagen, vor Corona, und das wird auch nach Corona wieder so sein, mit Direktflügen. Kommen Sie nach Ushtar, haben Sie 45 Minuten, sind Sie von dort aus in Saidia, oder nach Nador. Das sind alles Direktflüge, die von Deutschland gehen, zum Teil von Frankfurt oder aber auch von Köln-Bonner Flughafen, kommt man direkt dorthin. Also das ist schon, die Anbindung ist schon absolut in Ordnung. Und wie gesagt, schauen Sie sich, wenn Sie in Saidia Badeurlaub machen, vielleicht auch nochmal der Hinweis, super geeignet für Familien mit Kindern. Also man kann auch alles an Wassersport machen, was denkbar ist, und es kommt noch hinzu, man kann auch dort tauchen. Wir haben Mittelmeer, und das kann man ansonsten in Marokko an der Atlantikküste weniger gut. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es Ihnen ja bei der Karte schon so ein bisschen angedeutet. Das sollten Sie in jedem Fall machen. Wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben, dann machen Sie doch eine Reise von 305 Kilometern in die Wüste mit dem Oriental Desert Express. Eine spannende Geschichte, auch gerade für so Mais-Aktionen. In jedem Fall eine tolle Sache. Sie fahren 305 Kilometer von Ushtar nach Bouakfa in der Wüste. Die Bahn fährt nicht schneller als 50 Kilometer die Stunde. Daher kann so eine Fahrt, in der Regel dauert sie 10 Stunden. Aber Sie sehen es hier, das ist kein Witz, wenn die Gleise versanden, was oft passiert, es ist ja eben, die Gleise führen durch die Wüste, dann muss freigeschippt werden. Und dann kann so eine Fahrt auch mal 12 Stunden brauchen. Und es geht vorbei natürlich auch an vielen Nomadenzelten, die hier sich niedergelassen haben, die hier mit ihren Herden ziehen. Also es ist eine spannende Fahrt. In den Waggons wird auch Essen serviert. Man bekommt Getränke und man bekommt Mittagessen. Also eine schöne Geschichte. Und man kann dann anschließend in Bouakfa übernachten, in einem kleinen Hotel, und dann am anderen Tag wieder zurückreisen nach Ushtar. Das kann man dann auf dem Landweg machen, und dann geht es auch viel schneller. Sie sehen, diese beiden, James Bond und seine Gefährtin, warten auch hier auf den Oriental Desert Express. Hier wurden also Szenen für den Film Spectre gedreht. Also man sagt, eine der besten Szenen wäre überhaupt also im Oriental Desert Express entstanden. Und man kann also auch diese Station, wo diese beiden, wo James Bond mit seiner Begleiterin wartet, sieht man, daran fährt man auch vorbei, da wird, glaube ich, auch Station gemacht auf dieser interessanten Fahrt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das möchte ich gerne noch ansprechen, wenn Sie Golfer in Ihrer Klientel haben, bei unter Ihren Kunden eine tolle Ecke, die Mittelmeerküste, der Norden Marokkos, für Golfspieler. Tanger ist der Geburtsort des Golfsports in Marokko. Internationale Zone, Sie können sich vorstellen, es waren noch viele Engländer da, die Polo spielten und so weiter. Und dann 1914 entstand der Golfplatz, der Royal Golf in Tanger. Der damalige Sultan hat ihn also quasi entstehen lassen. Und er ist über 100 Jahre alt und hier wurde quasi, also wurde der Golfsport in Marokko geboren, im Tanger selbst. Sehr, sehr schöner 18-Loft-Golfplatz. Das ist der Golfplatz in Saidia, also Badeurlaub und Golfen ist durchaus drin. Im Resort, sie spielen hier an einem See und gleichzeitig haben sie auch den Strand im Blick, also ein sehr schöner Golfplatz an der Mittelmeerküste. An der marokkanischen Riviera gibt es auch den Golfplatz in Cabo Negro. Sie sehen ihn hier mit einem, also er liegt quasi am Hang des Riffgebirges mit einer spektakulären Aussicht über den Ozean. Also auch hier kann man golfen. Sehr, sehr schöner Platz. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind so langsam ans Ende unseres Webinars angelangt. Vielleicht noch, ich denke mal, das brennt vielen auf der Zunge. Wie kommt man denn dann nach Tanger? Es ist folgendermaßen, man kann nach Tanger reisen. Also es gibt einige Optionen. Ich sage es schon mal vorab, es gibt keine Direktflüge bis jetzt. Das wird sich aber, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, in den kommenden Jahren ändern. Aber nichtsdestotrotz, Sie können zum Beispiel, wir haben ja von Deutschland aus jeden Tag quasi Direktflüge nach Casablanca. Und dann kann man umsteigen mit einem Flug, dann Weiterflug nach Tanger. Aber es gibt auch die andere Option, die ich zum Beispiel finde ich ganz toll. Also das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Sie fliegen bis nach Casablanca und dann steigen Sie ein in den Hochgeschwindigkeitszug Al Borak, der Tanger und Casablanca verbindet. In 2 Stunden und 10 Minuten sind Sie ganz komfortabel. Kommen Sie mitten in der Stadt Tanger an, am Hauptbahnhof. Diese Fahrt dauerte früher mit dem Zug 4 Stunden und 45 Minuten. Also das ist in jedem Fall eine Option. Oder es gäbe noch die Option, bis nach Malaga zu fliegen und dann überzusetzen mit der Fähre. Also das kann man auch machen. Sie sehen, also man kommt in jedem Fall hin. So, wir sind am Ende unseres Webinars, unseres vorläufig letzten Webinars. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein paar Argumente auch für diese tolle Stadt anhand geben. Es ist wirklich, also es ist auch geeignet, hervorragend geeignet für einen City Break. Also ich kann das nur empfehlen. Und also man kann locker 4-5 Tage in Tanger verbringen. Also da wird man sich in jedem Fall nicht langweilen. Und dann kann man es natürlich mit diesen Ausflügen nach Tetuan, Chefchaouen herrlich kombinieren. Also, meine Damen und Herren, einfach mal empfehlen, das ist noch eine andere Variante, wie man dieses wunderschöne Land Marokko erkunden kann. So, dann wollte ich gerne mal Ihre Fragen mir anschauen. Also man, was die Sicherheit an diesen Plätzen angeht, so kann man sich wirklich auch abends durchaus dort aufhalten. Also das hat sich schon, muss ich wirklich sagen, ich weiß, vielleicht haben Sie Tanger auch schon mal zu einer anderen Zeit kennengelernt. Da war das vielleicht, hatte man so ein mulmiges Gefühl dabei, aber das kann man heute ohne Probleme machen, auch als Frau allein, können Sie wirklich der Herr Hamza auch hier gesagt hat, sich ohne Störungen, also wirklich frei bewegen. Welcher Veranstalter das anbietet, da haben wir, wie gesagt, FDI.
bietet es zum Beispiel an, den Norden Marokkos an. Es gibt natürlich auch viele Nischenveranstalter, die auch Rundreisen eben in diese Ecke anbieten. Das gibt es auch. Also gut, man muss natürlich sagen, im Moment geht ja gar nichts, aber wir hoffen, dass sich das jetzt ab Mitte Juni ändert. Aber grundsätzlich wird diese Region auch von Veranstaltern angeboten. Wie sieht es mit den Flüchtlingen aus? Also das ist natürlich eine Sache. Ich muss sagen, ich war in der letzten Zeit auch wieder, also vor anderthalb Jahren in Tanger. Also da konnte man davon überhaupt nichts sehen. Gut, es wird natürlich, es ist eine Stadt. Es ist eine Stadt, da sind viele Menschen, die sie dort treffen werden. Und es sind sicherlich auch Flüchtlinge dabei, beziehungsweise Menschen, die ihre Gelegenheit abwarten, um eben rüber zu können auf den europäischen Kontinent. Aber es ist nicht so, es ist nicht die Masse in dem Sinne. Ne? Was den Preis des Oriental Desert Express angeht, was diese Fahrt kostet, das können Sie wirklich auf der Internetseite der marokkanischen Eisenbahn sich anschauen unter www.oncf.ma. Die Laila hat Ihnen ja bereits hier im Chat die Adresse durchgegeben. Also da können Sie auf jeden Fall fragen. Also die Straßen rund um Tanger sind und auch an der Mittelmeerküste überhaupt sehr gut ausgebaut. Also Englisch und Französisch kommt man sehr gut, also mit Englisch und Französisch kommt man sehr gut zurecht. Und was viele nicht wissen, in der Mittelmeerregion kommt man auch sehr gut mit Spanisch zurecht, weil diese Region war ja auch Protektorat. Und Tetuan zum Beispiel, das war 30 Jahre die Hauptstadt oder die Hauptverwaltungsstadt des spanischen Protektorats. Also da wird sehr viel noch Spanisch gesprochen. Also Farmtrips werden wir, das denke ich mir, werden wir in jedem Fall wieder anbieten. Sobald es dann wieder losgeht, und da wird die Region auch wieder dabei sein, das haben wir ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder, haben wir Farmtrips angeboten. Herr Menges, Ihre Frage möchte ich gerne beantworten. Nein, also das ist eine diplomatische Frage. Im Moment eine diplomatische Verstimmung, aber das wirkt sich nicht, überhaupt nicht auf den Tourismus aus. Ne? Das sind so Dinge, die sind, die werden also, die diplomatischen Räder laufen im Hintergrund und das wirkt sich wirklich nicht aus. Wir haben nach wie vor, haben wir Broschüren in deutscher Sprache, die gibt es immer noch, die wir anbieten, die man bei uns auch anfordern kann. Das können Sie jederzeit tun. Wie gesagt, ich wiederhole es gerne, schreiben Sie uns. Wir sind im Moment ja bis Ende Juni voraussichtlich im Homeoffice. Und es sieht so aus, also wenn Sie uns eine E-Mail auf marokko@mfva.de schicken, da können Sie uns auf jeden Fall mit uns kommunizieren und wir gehen auch immer mal natürlich ins Büro, wenn Anfragen kommen und können Ihnen dann ein Paket mit Broschüren fertig machen. Es gibt, die Laila Ihnen schon geschrieben hat, es gibt auch Veranstalter, die Fahrten mit dem Desert, mit dem Oriental Desert Train anbieten. Genau, wir sehen es hier, Sie sehen, also es gibt Veranstalter, Nischenveranstalter, die die Region anbieten, die Fahrten mit dem Oriental Desert
Train anbieten. Sie haben ja hier auf unserer Webseite wirklich die Möglichkeit, wie B2Marokko sich auszutauschen, eben mit den Reiseveranstaltern, mit den lokalen Veranstaltern in Marokko, die wirklich darauf spezialisiert sind. Nutzen Sie die Gelegenheit, Sie kommen nie mehr so schnell und so konkret dran. Also das ist ja auch der Sinn auch dieser Webseite, dieser Plattform, dass Sie sich, wie gesagt, austauschen können und sich quasi organisieren können. Also wie dieser Desert Train, also diese Fahrt ist wirklich spektakulär. Wunderbar. Das, wie gesagt, fordern Sie Broschüren an, wenn Sie Bildmaterial brauchen, wenn Sie Flyer gestalten wollen oder Ihre Website mit einem Programm ausarbeiten möchten, schreiben Sie uns bitte an. Wir helfen da gerne. Wir haben Material, was wir Ihnen also kostenlos zur Verfügung stellen können. Also bitte nicht zögern. Gibt es sonst noch Fragen zu Tanga und Umgebung? Herzlichen Dank, da freue ich mich drüber. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen über diese wunderschöne Region mitgeben. Also ich kann einfach nur noch mal den Hinweis geben, Sie sehen es, Sie haben es vielleicht gesehen, es ist ein wirklich traumhaftes Land, dieses Marokko. Also mich hat es seit über 41 Jahren nicht mehr losgelassen. Es ist nur 3,5 Stunden, 4 Stunden, man taucht wirklich ein in eine andere Welt und das Schöne ist, jedes Mal, wenn Sie, das kann ich Ihnen versprechen, Sie runterreisen, werden Sie noch was Neues entdecken. Und wir brauchen Sie. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass ich diese Chance hatte, Ihnen dieses wunderschöne Land vorstellen zu dürfen mit diesen Webinaren. Ich denke mal, vielleicht kommen wir auch noch mal auf Sie zu, wenn wieder geöffnet ist. Marokko schläft natürlich jetzt nicht in der Zeit. Man bereitet sich wirklich darauf vor, Ihre Gäste wieder zu empfangen. Und ich möchte Sie von Herzen bitten, unsere Botschafter zu sein, Marokko anzubieten. Ohne Sie können wir nicht, wird es auch nichts. Und gerade jetzt brauchen wir Sie wirklich sehr. Und das Land ist es allemal wert. Ich bedanke mich nochmal, wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und ich halte uns allen fest die Daumen, dass wir wieder ein Stück Normalität bekommen in unseren Reisealltag und dass wir endlich wieder das tun können, was wir so gerne tun. Emotionen verkaufen. Menschen Emotionen verkaufen. Wir haben noch einen tollen Beruf. Finden Sie nicht? Ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Bis bald.
Thank you.